Fight Fans, ich bin hier mit Sandro Sulcic nach einer sehr, sehr starken Performance. Sandro, wie fühlst du dich? Oh, ich fühle mich sehr gut. Konnten leider nicht abliefern, das, was wir wollten, aber Alhamdulillah, Sieg ist da. Weiter trainieren, weiter Gas geben und weiter geht's. Du sagst gerade, ihr konntet nicht ganz abliefern, was ihr wollte. Was war denn der ursprüngliche Gameplan? Ja, Druck machen, sauber Druck machen von der ersten Sekunde. Nicht zu viel reinlaufen. Harte Hände, harte Kicks. Wer unsere Schule kennt, weiß, dass wir das immer abliefern. Aber manchmal nimmt man sich zu viel vor und dann alles gut. Der nächste Kampf wartet und weiter geht's. Ich muss aus meiner Perspektive ehrlich sagen, du hast ordentlich Druck gegeben und du hast ordentliche Schläge gelandet. Mach dir da nicht so viel Sorgen. Danke. Sandro, was steht in deinem Kopf? Was willst du als nächstes haben? Wir wollen dieses Jahr noch aktiv bleiben. Ende des Jahres steht noch was an. Und dann immer weiter. Ich habe jetzt mit Kamal seit sieben Monaten arbeiten wir zusammen. Und das ist erst der Anfang. Genau, Kamal, du sagst, aus dem Amrani Palace. Sandro, möchtest du noch irgendwas loswerden? Danke an meinen Sponsor Cardio und den lieben Herrn Dr. Jochen Herbst, mein Hauptsponsor. Danke an das ganze Team Amrani, was mich super vorbereitet hat. Emin, ein super Trainingspartner von mir hinter der Kamera. Ali, Memphis, die kämpfen auch noch heute. Wir haben nur harte Jungs bei uns, wir haben nur gute Fighter hier. Und wir geben immer Gas, wir geben immer 100% und haben Spaß dabei. Los. Freut mich sehr. Sandro, ich glaube, ich spreche für alle, wenn wir sagen, wir freuen uns auf dich, Mann. Danke euch. Wir sehen uns. Danke euch. Ciao, ciao. Danke.